In diesem Video sprechen wir über die drei größten Fehler, die Schüler in Prüfungen machen. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die Schüler immer wieder in Prüfungen machen. Ja? Und der allererste Fehler, ja, den ich immer wieder sehe, ist, dass man einfach viel zu nervös in die Prüfung geht. Und das ist so ein Punkt, wo manche so überhaupt gar kein Problem damit haben und manche einfach immer ein Problem damit haben. Ja, die sind immer nervös, immer aufgeregt, haben irgendwie das Gefühl, ich kann einfach die Sachen, die ich mir davor in der Vorbereitung so mühevoll angeeignet habe, ja, die kann ich irgendwie nicht mehr so abrufen. Ich bin irgendwie da ein bisschen emotional, ich kann mich irgendwie nicht richtig konzentrieren, mein Fokus ist weg. Und das ist natürlich super, super problematisch. Ja, das ist nicht nur ein kleiner Fehler, sondern der kann in deinem ganzen ja, Notenablauf einfach alles komplett zerstören. Ja, deswegen seid ihr bitte unbedingt bewusst, es ist ein Riesenfehler. Nicht, dass du was falsch machst, aber es ist ein Riesenfehler im Ablauf, wenn du merkst, okay, verdammt, ich bin einfach am Anfang von jeder Klausur einfach super, super nervös. Ja, auch da geben wir dir bei uns im Coaching einfach die entsprechende Abhilfe dafür. Nur seid ihr bewusst, dass diese Nervosität kann einfach super viel versauen. Wenn du damit Probleme hast, werb dich bei uns aufs Coaching, dann können wir da schauen, wie wir dir da dementsprechend auch weiterhelfen können. Fehler Nummer 2, nicht die Aufgaben genau bearbeiten. Ja, das war bei mir lange mir selbst in der Oberstufe überhaupt gar nicht bewusst. Und erst durch meine Arbeit als Abiturcoach mit so vielen Schülern, auch im direkten persönlichen Kontakt, ist mir bewusst geworden, wie unglaublich wichtig das ist. Ja, dass du die Aufgaben korrekt bearbeitest. Denn die Note entsteht im Endeffekt in der Klausur nur durch deine Punkte. Und deine Punkte sind nur dadurch definiert, zu welchem Grad du die Anforderungen in den entsprechenden, in den Aufgaben halt auch wirklich erfüllst. Und wenn du das nicht korrekt machst, wenn du nicht genau liest, was ist in der Aufgabe überhaupt von mir verlangt, ja, dann wird das einfach auch überhaupt keinen Sinn machen, dass du irgendwas hinschreibst, weil du wirst sowieso nur in der Aufgabe Punkte für die Sachen bekommen, die auch in der Aufgabe verlangt sind. Deswegen bitte unbedingt darauf achten, dass du die Aufgabe ganz konkret liest, dass du verstehst, was auch an Operatoren da wichtig sind. Ja, auch das geben wir dir bei uns im Coach mit. Da gibt es Operatorenlisten bei uns. Was musst du in welchem Fach konkret beachten? Das ist super, super wichtig, dass du wirklich klar hast, was muss ich in den Aufgaben wirklich eigentlich auch überhaupt hinschreiben. Markiere dir das, lese das aufmerksam, weil nur danach solltest du ausrichten, was du hinschreibst, wie viel du auch hinschreibst, ja? Damit du wirklich halt genau das triffst, was in der Aufgabe dran war und dass du nicht grundsätzlich was Richtiges hingeschrieben hast, nur was Richtiges hingeschrieben hast, was halt nicht gefragt war und deswegen, obwohl du was Richtiges hingeschrieben hast, dann nicht entsprechend auch die Punkte bekommen hast. Und Fehler Nummer 3 ist, dass dir die Zeit ausgeht. Und du kannst alles richtig machen, du kannst die perfekte Vorbereitung haben, du kannst nicht nervös sein, du kannst die Aufgaben richtig lesen. Wenn du im Endeffekt 2, 3 Aufgaben am Ende vom Blatt von der Prüfung überhaupt gar nicht bearbeiten kannst, bringt dir das genauso wenig. Deswegen, bitte, mach dir da einen konkreten Plan, wie du das Ganze schaffen kannst, wirklich auch in jeder Klausur, auch wenn du sie noch nicht davor gesehen hast, wie du wirklich, ich sag mal so, die Zeit dafür hast. Ja, auch das geben wir dir im Coaching mit, wie du das konkret machst. Nur musst du für dich es unbedingt vermeiden, dass das eben passiert. Ja, du musst einen klaren Plan haben, wie kann ich das machen. Da gibt es ein paar Techniken, wie gesagt, bei unserem Coaching. Oder du findest für dich selbst ein paar Möglichkeiten. Nur das Ding ist, wenn dir die Zeit ausgeht, ist es egal, was du danach noch gewusst hättest oder wie konkret du die Aufgaben gelesen hättest. Du wirst dafür nicht die Punkte bekommen. Ja, deswegen mach auch diese 3 Fehler in der Prüfungsbearbeitung nicht, ja, damit du da auch möglichst viele Punkte bekommst. Wenn du eben diese Fehler nicht machen möchtest und von mir lernen möchtest, wie man das richtig macht, dann bewirb dich sehr, sehr gerne bei uns aufs Coaching. Dafür einfach den Link in der YouTube-Beschreibung oder den ersten angepinnten Kommentar nutzen. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.